Wir kommen zu was Neuem. Das ist aber nicht Gegenstand des morgigen Tests. Morgen werdet ihr nur gefordert sein. Ich sage das sogar ganz laut hier. Ihr werdet morgen nur Graphen zeichnen, linearer Funktionen. So, Nullstellen. Folgender Fall, ich hatte schon in einem anderen Video darauf hingewiesen, ich mache das mal ganz locker. Hier läuft irgendwie ein Graph und wir sagen, verflucht Juche, wo kreuzt denn der die Y-Achse? Das war klar, das ist nicht schwer. Aber wo kreuzt denn der die X-Achse? Und dazu sagt man Nullstelle. Nullstelle, beziehungsweise man sagt auch X0 dazu. Und hier zu dem Y-Achsenabschnitt kann man kurzerweise Y0 sagen. Also Y-Achsenabschnitt, Y0 ist das gleiche. Und Nullstelle, das heißt da, wo der Graph die X-Achse kreuzt, ist X0. Wir machen mal Folgendes. Nehmen wir mal an, wir haben folgende Funktion. F von X sei meinetwegen 3 Fünftel X plus 1. Das könnte ungefähr dieser Graph sein. Nehmen wir es mal an. Und wir wollen nur sagen, wo kreuzt dieser Graph, dieser Funktion, wo kreuzt dieser Graph die Nullstelle? Ganz leicht ist X, Y0. Das ist Y0, ne? Plus 1 hier. Das ist er. Y0 ist leicht. Aber wir müssen uns über was klar werden. Jetzt lässt sich das nur anders zeigen. Aber eine Frage. An der Stelle, wie groß ist der Y-Wert? Hier an der Stelle, an der sogenannten Nullstelle. Genauso ist es, der Y-Wert ist an dieser Nullstelle 0. Ich hatte das eben noch gezeigt, ich habe einfach mal hier einen Stift hoch und runter gehalten, das kann ich aber hier in diesem Fall nicht machen. Das heißt, eine Nullstelle ist da zu finden, wo wir sagen können, der Y-Wert ist 0 und dahinter schreibe ich einfach meine Funktion. Ich setze den Y-Wert 0 und mal sehen, was passiert. Jo, da ihr Gleichungen ja schon lösen könnt, sagen wir, gut, minus 1, dann steht hier drüben minus 1, ist gleich 3 Fünftel x. Wie bringen wir das 3 Fünftel rüber? Richtig, mal 5 durch 3, mal 5 Drittel. So, dann haben wir hier minus 5 Drittel, ne? Minus 1 mal 5 Drittel ist minus 5 Drittel, ist gleich x. Das war's schon. Und zwar in diesem Fall, und da empfiehlt sich das auch so zu schreiben, x0. Wir haben x0 auf einen Schlag rausgekriegt. Naja gut, jetzt müsste man das hier mal ausprobieren. Wir werden es auch gleich anhand eines anderen Graphen machen in der Übung. Und wie kriege ich y0 raus? Machen wir das noch der Spannung halber. Y0 ergibt sich, indem ich 3 Fünftel x plus 1, und zwar wie setze, was muss ich hier einsetzen? Wie ergibt sich der Y-Achsenabschnitt? Ja, ganz genau. Es scheint so, als wenn ich jetzt zwei Variablen hätte. Nee. Ich weiß ja, an dieser Stelle hier bei Y0 ist x-mäßig die ganze Sache 0. Also sage ich, und das begründet das, was wir vorhin hatten, 3 Fünftel mal 0 plus 1. Ja, und das hier hat sich erledigt, also das kommt auch so raus. Das müssen wir nicht ausrechnen, das wissen wir mittlerweile, das haben wir schon rein gefühlsmäßig richtig gemacht. Kommen wir zu einem Fall, der ein bisschen, also erste Übung, jetzt seid ihr wieder dran. F von x, erstmal skizzieren, ist minus 2 Fünftel x minus 2. So, ihr malt den Graphen. Und versucht es mal schön genau zu machen, meinetwegen nehmt jetzt mal ein Lineal, aber nicht lange rumfummeln, sondern zack, zack, zack. Und versucht mal die Nullstelle zu schätzen. Also gesucht ist x0 erstmal geschätzt und dann x0 genau. Also berechnet. Also ich habe den Graphen relativ krumm gemalt und das kann natürlich nichts werden. Der scheint noch ein Stück weiter ins Negative zu gehen. Mein x0 ist hier ungefähr minus 4, geschätzt, ungefähr. So, aber wie errechnen wir es? X0 genau, machen wir wie? Also x0 genau, wie machen wir es?
Wir wissen, an der Stelle x0, da ist y genau 0. Beziehungsweise ich könnte auch sagen, f von x ist genau 0. Jetzt schnappe ich mir hier meine Gleichung, hier diese. Um die geht's. Und dann schreibe ich die Gleichung einfach so hin. Eins, was ich weiß, ist 0. Nämlich f von x ist an der Stelle x0, 0. Dann schreibe ich wieder mein minus 2 Fünftel von x0. Minus 2. Schreibe ich einfach so hin. Und der Rest ist wieder ganz einfach. Also plus 2, 2 ist gleich minus 2 Fünftel x, 0. Und jetzt mal minus 5 Zweitel oder minus 5 Halbe. Dann ergibt sich also 5 Zweitel mal 2, ne? Ergibt sich auf der linken Seite, minus natürlich, ich habe ja minus 5 halbe genommen, ist gleich x0. Ja, und das kann ich kürzen. Und dann wissen wir, minus 5 ist gleich x0. Also, geschätzt, minus 4. Ja, wenn ich den Graphen besser gemalt hätte, ne, also hier nicht so einen Knick drin hätte, dann würde der wahrscheinlich hier hinten bei minus 5 treffen. Dann hätte ich es richtig gemacht. Geschätzt wichtig, damit man mit dem errechneten Ergebnis dann hinkommt. Wenn ich nämlich hier meinetwegen plus 5 rauskriege, dann wäre das ja hier drüben. Und das geht nicht. Also, beim Schätzen wissen wir, aha, ich habe richtig gerechnet. Früher hätte man Überschlag gesagt. Noch schnell ein Beispiel. Frage? Nee. Zweites Beispiel, wir probieren mal aus, f von x sei 3 Viertel x minus 1,5. Jetzt wieder, gesucht ist x0, geschätzt bzw. genau. Das eine schätzt man, indem man schnell den Graphen hinskizziert und das andere, indem man es errechnet. Ihr seid dran. Ganz genau, mir wurde diktiert und das war sehr schön. Wir sagen an der Stelle hier, ne, wo ich geschätzt habe, rund 2,2 müsste das, ist in meiner Skizze so, müsste das wohl x0 sein. Sage ich also, wenn ich x0 errechnen will, genau errechnen will, hier genau, dann sage ich also, y-mäßig ist hier an der Stelle y0. Also 0 ist gleich 3 Viertel x0 minus 1,5 und dann ist der Rest eigentlich ganz einfach. Und wenn ich jetzt hier kürze, durch 3 ist 1, durch 3 ist 0,5, dann habe ich 0,5 mal 4. Oder ich sage umgekehrt, ohne zu kürzen, 4 mal 1,5 ist 6, durch 3 ist 2. Aha, 2 wäre x0. Und das liegt im Schätzbereich, da kommt kein Minus, kein Plus, nichts anderes kommt dahin. Das funktioniert, hat also funktioniert. Ja, so einfach kann man Nullstellen errechnen. Und y0 müssen wir nicht errechnen, das kann man hier hinten ablesen bei minus 1,5. So, Damen und Herren, noch eine Frage. So, zusammengefasst heißt das also, Nullstellen berechnen ist ja gar nicht so schwer. Das heißt, ich kann an dieser Stelle das Video beenden. Schönen Übungstag und so weiter. Alle guten Wünsche. Wir sehen uns bei YouTube.